tritt sein Amt an mit der festen Entschlossenheit, die finsteren Jahre der CIA auszulöschen und Schluss zu machen mit Geheimoperationen und Tiefschlägen. You have to be even more pure and more clean and more decent and more honest than almost any persons who serve in government. Carter ernennt Admiral Stansfield Turner zum Leiter der CIA. Sie haben gemeinsam an der Marineakademie studiert. Turner ist innerhalb der Agency verhasst. Ein Jahr zuvor hat er als Zeuge zu Übergriffen in den 60er Jahren ausgesagt. And again, I want to express my complete appreciation and confidence in Admiral Stan Turner, whose responsibilities under this executive order will be greatly magnified. Es herrschte allerhand Skepsis. Ich war Außenseiter, alles andere als ein professioneller CIA-Mann. Als Turner kam, stand die CIA unter erheblichem Druck, offenzulegen, welche Rolle sie zum Beispiel im Kongo gespielt hatte. Und er war es, der vor den Kongressausschüssen dafür gerade stehen musste. Ich glaube, viele in der CIA vertretenen Standpunkt sagt nie etwas über diese Dinge aus, streite alles ab und gibt nichts zu. Turner aber stand da und gab alles zu. Ich glaube, er trat an in dem Glauben, er könnte die CIA ein bisschen umkrempeln oder ihr Wesen ein wenig verändern. Aber ihrem Wesen nach ist die CIA gegen Transparenz. Niemand soll wissen, was sie tut. Ich glaube, er versuchte, die Organisation in eine andere Richtung zu drängen, was der nicht passte. Bürokraten mögen es nicht, wenn einer kommt und alles ändern will. Mit seiner Art, sich direkt an die einfachen Angestellten zu wenden und deren Vorgesetze zu umgehen, brachte er manch einen gegen sich auf. Und das schuf einige Probleme. Ich schätze, die CIA war nicht sehr begeistert darüber, dass eine größere Öffentlichkeit Einblick erhielt. Turner war wohl der Meinung, nach Watergate nicht mehr alles geheim halten zu können. Stan kam mit der Auffassung zur Agency, dass sie zu autonom geworden war, zu sehr von allem abgekoppelt. Besonders die operative Führung unterlag keiner Kontrolle. Ich glaube, bei Geheimoperationen war ihm immer unwohl. Stansfield Turner war ein guter Mann mit guten Absichten. Aber wie die meisten Navy-Admirale hatte er zu viel Vertrauen in Technologie und überhaupt keins in Menschen. In ihren Augen war ein Außenseiter nicht in der Lage, über Spionagetechniken und dergleichen zu entscheiden. Der Typ ist sehr sonderbar, dieser Turner. Er ist ein Fall für sich. Stansfield Turner kam zu zweifelhaftem Ruhm, weil er fast einen Atomangriff auf die Sowjetunion ausgelöst hätte. Er interpretierte einen Fehlalarm als Abschuss sowjetischer Raketen Richtung USA. Das war ein Fehler. Wir hatten da ein Problem. Es gab Hinweise auf einen bevorstehenden Angriff, die künstlich auf den Radarschirm geschaltet werden konnten. Dann erscheint auf dem Radar die Anzeige Raketen im Anflug, damit die Leute, die Tag ein, Tag aus das Radar beobachten, wissen, wie so etwas aussieht, worauf sie achten müssen. Irgendwer kann auf den Knopf drücken und dann erscheint diese Anzeige auf dem Schirm, verstehen Sie? Schließlich schaust du in die Runde und sagst, aber da ist doch gar nichts. Was läuft hier verkehrt? Und irgendeiner sagt, oh, wir haben auf den falschen Knopf gedrückt. Der ist verrückt, dieser Turner hat sie nicht alle. Einige hielten ihn für den schlechtesten Direktor, den wir je hatten. Andere waren nicht seiner Meinung, fanden ihn aber okay. Unser bester Direktor war er sicher nicht. Die Ära Turners als Chef der CIA dürfte keine gute Zeit gewesen sein. Weder für das amerikanische Volk noch für die CIA. Er schadete der CIA mehr als die Church- und Pike-Kommission. Er, Schlesinger und ein paar andere brachten den Geheimdienst zu Fall. Bei seinem Einzug ins Weiße Haus schließt Jimmy Carter Frieden mit den Gewissensgegnern des Vietnamkriegs und macht den Nahen Osten zu seiner obersten Priorität. Nach 13 Verhandlungstagen in Camp David wird ein Separatfrieden zwischen Israel und Ägypten unterzeichnet.
Dafür muss Carter im Iran seine erste und schmerzlichste Niederlage einstecken. Mitte August 1978 hatte die CIA ihm vollkommen falsche Informationen über den Iran geliefert. Sie schilderten das Land als in keiner revolutionären oder auch nur vorrevolutionären Situation. William Quent war im Nationalen Sicherheitsrat Berater für den Nahen und Mittleren Osten. Die Revolution im Iran ist ein großer Wendepunkt. Es stimmt wahrscheinlich, dass wir in den USA und wohl auch in den meisten anderen Ländern den militanten Islam bis 1979 nicht sehr ernst genommen haben. Im Iran wurden wir überrascht. Weder das Außenministerium noch die CIA hatten begriffen, dass sich dort eine Revolution anbahnte. Als im Iran die religiösen Unruhen begannen, forderte Carters stellvertretender Beauftragter für die nationale Sicherheit, mit dem ich zusammengearbeitet habe, von der CIA alle Erkenntnisse über islamischen Fundamentalismus an. Als Antwort kam, davon hätten sie noch nie gehört. Ayatollah Khomeini bereitete aus dem französischen Exil in Nofle-le-Château seit Monaten die islamische Revolution vor. Sie sollte das feudale Schah-Regime stürzen, dem die CIA 25 Jahre zuvor zur Macht verholfen hatte. Ich, die CIA, ging davon aus, dass der Schah für den Fall, dass er innenpolitische Probleme bekam, über ausreichend Militär und Geheimpolizei verfügte. Bei Straßenkämpfen würde er die Polizei einsetzen und wenn nötig auch Menschen umbringen, aber seine Macht würde er behalten. Ich weiß, dass Admiral Turner einige Male öffentlich erklärt hat, es gebe keinerlei Hinweise, dass der in Frankreich lebende religiöse Führer in der Lage sei, eine solche revolutionäre Kraft zu mobilisieren. Wir haben völlig versagt. Die CIA und die übrigen US-Geheimdienste haben nicht erkannt, dass Khomeini in der Lage war, zu tun, was er getan hat. Noch dazu so schnell und auf diese Art und Weise. Während seines gesamten Exils hat ihm in den USA so gut wie niemand Beachtung geschenkt. Der Fundamentalismus ging von den Mullahs aus und Khomeini operierte damit von Paris aus. Dem Gift, das er in der ganzen arabischen Welt ausstreute, haben wir uns nicht entschlossen entgegengestellt. Wir dachten, das sei nur eine weitere Sekte unter all den religiösen Sekten dieser Welt. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit dem Mann, der bei allen Geheimdiensten als der weitsichtigste und zuverlässigste Experte für den Nahen Osten und den Iran galt. Er sagte, Khomeini will Papst sein und nicht König. Wir brauchen uns wegen der islamischen Revolution im Iran keine Sorgen zu machen. Der Schah selbst sah das im Grunde genauso. Er hielt die religiösen Kräfte für reaktionär und rückständig und glaubte, sie leicht manipulieren und in die Tasche stecken zu können. Sorgen macht er sich ihretwegen nicht. Er sagte, macht euch keine Sorgen um die Turbanträger, mit denen werde ich leicht fertig. Da lag er falsch. Und die US-Regierung hätte die Dinge nicht einfach laufen lassen dürfen. Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability in one of the more troubled areas of the world. We were spending too much time listening to the Shah. Zu lange haben wir auf den Schah und die Leute um ihn herum gehört, statt auf die Gegner innerhalb und außerhalb des Regimes. In unserer Botschaft gab es nicht einen, der Persisch sprach, auch nicht unter den Agenten. Wir reisten erster Klasse durch die Welt und luden zu großen Botschaftsempfängen ein, damit uns die Spitzenleute sagten, was wir erfahren sollten. Die CIA hatte kaum Kontakt zur islamistischen Bewegung im Iran.
Ich glaube, der Botschafter hatte damals jede Kontaktaufnahme zu Oppositionellen untersagt. Es ist nie gut, wenn ein Botschafter das tut, denn dadurch versiegt eine wichtige Informationsquelle. Und wenn diese Leute an die Macht kommen, gibt es keinerlei Draht zu ihnen. Das passiert. Wir machen solche Fehler. Wenn die US-Regierung nicht nur eine Diktatur unterstützt, die das Volk unterdrückt, sondern auch der CIA verbietet, mit der Opposition zu reden, stellt sich die Frage, warum kann ein Spionagedienst nicht im Geheimen mit der Opposition reden, ohne dass die Regierung davon weiß? Richard Helms, der ehemalige CIA-Direktor, den Nixon abgesägt hatte, weil er sich weigerte, wegen Watergate zu lügen, ist Botschafter der Vereinigten Staaten in Teheran. Seine Beteiligung am Staatsstreich 1953, durch den Mossadegh gestürzt wurde, hatte ihn zu einem Vertrauten des Schahs gemacht. Dessen Geheimpolizei hatte er aufgebaut. Er wurde gleich nach Watergate als Botschafter in den Iran geschickt. In den letzten Tagen des Schahs war er der Botschafter. Helms sagte dem Schah, die USA würden ihn stützen, ihm jedes Waffensystem geben, das er wollte. Die Zusammenarbeit war eng. Stansfield Turner und Mrs. Carter sandten ständig Botschaften an die Kaiserin mit Durchhalteparolen. Wir hätten uns entscheiden sollen, so oder so, aber nein. Jimmy Carter hörte heute auf den und morgen auf einen anderen. Infolgedessen war unsere Politik ein heilloses Durcheinander. Nicht, dass wir das bewusst zuließen. Jimmy Carter sagte, ich brauche den Schah nicht mehr. Vielleicht komme ich mit den Islamisten zurecht. Ihm war nicht klar, wie krank der Schah war, und er wusste nicht weiter. Die CIA erfuhr erst sehr spät, dass der Schah todkrank war. Die Franzosen wussten es, aber die CIA nicht. Die Franzosen sind nicht unschuldig, weil sie uns nicht mitteilten, dass der Schah todkrank war. Wir wussten, dass es ein Problem gab, aber sein Ableben haben wir nicht erwartet. Wir haben weder Khomeinis Rückkehr noch einen solchen Empfang erwartet. Vor der Rückkehr des Ayatollah Khomeini in den Iran geht der krebskranke Schah, von den USA fallen gelassen, ins Exil nach Ägypten. In einem New Yorker Krankenhaus besucht ihn Richard Helms. Ich sah ihn in einem Krankenhaus in New York, wo sein Krebs behandelt wurde. Und als erstes fragte er mich, warum habt ihr das getan? Die Situation des Schahs war hoffnungslos. Und die USA mussten der Realität ins Auge sehen. Man kann nicht endlos an etwas festhalten, das zum Scheitern verurteilt ist. This is contrary to the philosophy of our people. I think we've tried it once in the past in Vietnam and failed abominably. And I think no one in this country of any responsibility wants to do that to a country including Iran. Carter was a very interesting blend of Carter war eine interessante Mischung aus Härte und Naivität. Mitunter war er fast schizophren, beispielsweise gegenüber der Sowjetunion. Selbst nach deren Einmarsch in Afghanistan war er noch unentschlossen, wie er sich ihr gegenüber verhalten sollte.